Herzlich willkommen zurück im X-Universum. Ich bin der Heizmeister und dies ist Folge 56 von Let's Play Albion Prelude. Nanu, ich bin nicht in meiner Cobra. Und ich gehe auch nicht auf Kaperfahrt. Warum das denn? Ja, aus einem bestimmten Grund. Unser unfokussierter Sprungantrieb ist ja dank der netten Split-Mechanikerin bei ihrem wilden Schiffsexperiment kaputt gegangen. Ja, vielen Dank dafür. Also müssen wir uns erstmal bei den Gonern melden, denn die geben die Dinger raus wie Bonbons an einem Karnevalsumzug. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20. Hallo. Erreiche System. Elysium des Lichts. Ach, da haben wir ja. Der Gona Stationstransporter, die Asaria. Ein merkwürdiges Schiff. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Okay, hallo, hier ist der Heizmeister. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Formulieren... Ja, ich frage mich, ob Sie vielleicht nicht einen unfokussierten Sprungantrieb herumliegen haben, den ich haben könnte. Meiner ging kaputt, nachdem ich in einem Xenon-Friedhof geschleudert... dem er mich in einen Xenon-Friedhof geschleudert hatte. Ja, das Potenzial des unfokussierten Sprungantriebs wurde noch nicht vollständig verstanden. Wir haben viele über seine Gefahren gewarnt. Einige von denen, die sie nicht beachtet haben, kamen nie zurück. Die Xenon haben die gleiche Technologie genutzt, um schwarze Sonne hochzujagen. Wie hat es die verrückte Split-Dame gesagt? Sie haben eine kontrollierte Singularitätsexplosion mit einem torlosen Sprungantrieb in den Kern der Sonne initiiert. Lustige Sache. Erinnert mich auf diese Party, auf der ich einmal... Das ist furchtbar. Woher wissen Sie das? Oh ja, deswegen... Ein Xenon-Aufklärer hat meine Schiffs-KI gescannt, dachte wohl, ich wäre ein Gleichgesinnter. Wir haben quasi Visitenkarten ausgetauscht, als ich auf dem Friedhof war. Sternkarten, Massenvernichtungswaffen, Rezepte, ich habe eine Kopie der Logs, falls Sie sie sehen möchten. Das ist ja noch schrecklicher. Was? Die Terraformer haben immer versucht, zur Erde zurückzukommen. Während ihrer Isolation im Tornetzwerk nach dem ersten Terraformer-Krieg haben sie mit der torlosen Schwungantriebstechnologie experimentiert und sind zur Erde zurückgekommen. Das ist genau die Technologie, auf der der unfokussierte Sprungantrieb beruht. Und? Ja, sehen Sie es denn nicht? Da die Erde nun wieder an das Tornetzwerk angeschlossen ist, haben die Xenon direkten Zugang zu ihr. Wir müssen die Terraner und Argonen vor der unausweichlichen Xenon-Invasion warnen. Die sind noch im Krieg. Millionen starben im ersten Terraformer-Krieg. Die beiderseitigen Verluste im Terraner-Konflikt, die Zerstörung des Tors Eternal, sind nichts in dem Vergleich zu dem, was nun passieren könnte. Bitte kommen Sie zurück, nachdem ich mit meinen Brüdern und Schwestern beraten habe. Na, wird erledigt. Hab ich jetzt? Ich habe immer noch nicht meinen Sprungantrieb. Okay, dann... Das scheint ja doch etwas ernster zu sein, wenn die Xenon direkten Zugang zur Erde hätten. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh, das ist ganz und gar nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Und da kann ich auch nicht andocken. Ach. Eine religiöse Einrichtung, die von einer Sekte... Das ist absolut nicht gut. Wenn die Xenon einen Zugang zur Erde haben, die könnten die ganze Erde vernichten. Ich meine, wieso sollten wir als Argonen uns darum kümmern? Ja, die Gona, die... Für die Gona ist die Erde natürlich heilig. Da ist... geht nichts drüber, aber... Ja? Gona, Asaria. Sie sprechen mit dem automatisierten... Ja, was haben die Gona entschieden zu tun? Ich für meinen Teil habe unsere neuen Maschinen... Ich für unseren Teil heiße unseren neuen Maschinenherrscher willkommen. Unsere Ranger haben bereits von zwei gewaltigen Flottenbewegungen der Xenon von X472 nach Schwarze Sonne und von X023 nach Segaris berichtet. Ohne eine Zusammenarbeit von Terranern und Argonen ist die Erde angreifbar. Die Perle von Sol muss beschützt werden. Werden Sie uns dabei helfen, einen Waffenstillstand zwischen Ihnen auszuhandeln? Oh ja, ich werde die Erde bis zum letzten Atemzug verteidigen. Definitiv. Eingehende Nachricht.
Das sind großartige Neuigkeiten. Zuerst müssen sie die Gunst der Terraner und Argonen erhalten, indem sie den Rang Beschützer der Erde und Wächter der Föderation erreichen. Suchen sie danach den Kontakt mit ihren Botschaftern und übermitteln sie ihnen... Sie haben an Ansehen gewonnen. Okay. Gehalt ist Datenpads. Bla bla bla. Xenon-Invasion. Botschafter muss einem Schiff der TP-Klasse aufgenommen werden. Habe ich jetzt meinen unfokussierten Sprungantrieb? Ja, habe ich wieder. Ah, herrlich. Danke sehr, das wollte ich hören. Ich meine natürlich auch, dass ich jetzt die Botschafter hole. Ja, ja. Nicht Beschützer der Erde. Gewinne Ansehen. So viele Missionen. Aber das Wichtigste ist zunächst erstmal an Bord. Der unfokussierte Sprungantrieb. Wo kriege ich denn jetzt bitte nochmal? Sprungantrieb wird genannt. Da war doch mal ein militärischer Außenposten, hoffentlich mit Energiezellen. Dann kann ich mich nämlich jetzt auch endlich in meine... Erreiche System, schwarze Sonne, Argon Ausrüstungsdock. Ja, 1, 2, 3 Xenon-Superzerstörer. Okay, ich habe nichts gesehen. Einfach weiterfliegen. Wenn ich es nicht sehe, beachten Sie mich nicht. Militärische dieser Außenposten dient als entlegene Operationsbasis. Warum bist du schon wieder leer? Militärische Schiffe. Piloten mit guten Beziehungen können... Gibt's doch nicht. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot deaktiviert. So. Der Außenposten ist mal wieder leer. Die schwarze Sonne wird gerade von Xenon platt gemacht. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Wo kann ich hin? Wo kann ich hin, wo ich meine... In Handelshafen? Nee. Fortwährende Sünde? Auch nicht. Verzerrte Herrschaft oder verblasste Träume? Nee, verzerrte Herrschaft dürfte reichen. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Warum will ich dahin? Hm, da ist ein militärischer Außenposten. Dort kann ich endlich das machen, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Ich meine, das mit den Xenon und so ist jetzt natürlich schrecklich, aber ich habe ja noch eine Raketenfregatte, die auf ihren Einsatz wartet. Militärischer dieser Außenposten dient als entlegene Operationsbasis für militärische Schiffe. Piloten mit guten Beziehungen können hier fortschrittliche militärische Technologien erwerben. Da sind die Energiezellen. Wunderschön. Okay. Gut, gut, gut. Nun geht's jetzt endlich, hoffentlich, los. Okay, eine Friedensverhandlung zwischen der Erde. Ich bin jetzt Beschützer der Erde, also im Rang. Muss ich das erreichen? Und Bürger bin ich bei den Terranern. Das ist ein neutraler Rang. Anscheinend wurde mein Rang zurückgesetzt. Gut. Andockvorgang erfolgreich. Heil der Familie Ronka. Die Split-Dynastie wird durch... In Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Okay, mehr brauche ich davon wirklich nicht. Wenn ich doch jetzt Bürger bin, dann kann ich doch in den nächsten Terraner-Sektoren betreten, ohne dass ich abgeknallt werde. Ich kann Missionen bei den Terranern machen. Vielleicht sehen wir ja in den nächsten Folgen mal die Terraner-Sektoren. Das wäre doch was. Das wäre doch wirklich was. Erreiche System, Königstal. Doch, zuerst ins schöne Königstal. Dann kann ich auch eine Station, wenn ich den Rang habe, bei den Terranern bauen. Oder einen Komplex. Durch den Handel verdiene ich sogar noch mehr Rang. Hauptquartier. Naja, wie dem auch sei. Angedockt und endlich in die Cobra gewechselt.
So, Undock-Vorgang jetzt der Moment, auf den erfolgreich. ihr alle Willkommen gewartet zu habt. Hause an Wahrscheinlich Bord. nicht, aber Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Die Schatzsuche beginnt. Einmal das Schiff wechseln. Abdocken. Einen letzten Systemcheck machen. Okay, ich bin bereit. Und Sprungantrieb. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40. Ab ins Unbekannte. Fracht. Erreiche System. Unbekannter Sektor. Mein Frachtscanner hat es also zerfetzt. Gut. Und dann schauen wir mal. Ja, ich gebe gerade vollen Schub und volles linkes Seitenruder. Die Cobra ist absolut langsam. Energiezellen. Hier ist anscheinend nichts. Sprungantrieb Ab wird ins bekannte geladen. Universum. 10%, 20. Tja, was mache ich? Ich suche. Wir waren ja gerade bei den Gonern. Und mit Gonern geht's auch jetzt weiter. Erreiche System, Ich suche nämlich Königszahl. das Sprungantrieb wird geladen. verloren 10 gegangene Prozent, Gonerschiff 20. irgendwo in den Weiten des Weltraums. Ist es verloren gegangen? Erreiche System, unbekannter Sektor. Der. Oh, hallo! Mein Scanner sagt, du hast was gefunden. Sie haben Post. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da, seht ihr das? Das ist kein Asteroid. Das ist ein Superträger. Ja. Da ist es doch. Ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Das Schiff. Der Aran. Ein Superträger der Guna. Bis wir da sind, erstmal eine kleine Erklärung dazu, was jetzt gleich kommt. Ich werde jetzt den ersten Kaperversuch hier in diesem Spiel einleiten. Mit Marines natürlich. Der Aran wird jedoch nicht angezeigt auf der Sektorkarte. Deshalb kann man ihn nur mit dem Scanner und einem guten Auge finden. Bis ich da bin, dauert es auch erstmal eine ganze Weile. Dank des Sensors sollte es aber nicht allzu lange dauern. Okay. So, ich werde gleich versuchen, den Aran zu nicht kentern, kapern. So, zu kapern. Dazu habe ich die Enterkapseln dabei. Die brauche ich aber nicht unbedingt. Ich kann meine Marines auch auf einen Weltraumspaziergang schicken. 20 Marines sind da. Die sind einigermaßen gut, sollten das auch also hinkriegen. Ich werde zunächst einmal zwei Marines auf den Aran, also zwei Trupps mit je fünf Marines pro Enterkapsel, glaube ich, werde ich erstmal auf den Aran schicken und schauen, wie die sich schlagen. Ich kann dann immer Marines hinterher schicken. Das sollte gehen. Ja, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir sind jetzt 24 Kilometer weit raus und das Schiff ist schon so groß. Also das Schiff ist, der Aran ist gigantisch. Wahrscheinlich das größte Schiff jetzt in der Flotte, das ich haben werde. So, vorerst, ne? Bis ich meinen Rang, ah, hallo, da kommt wieder die Story ins Spiel, bis ich meinen Rang mit den Terranern aufbessere und mir eine Kyoto leiste. Ach, die Folge ist auch schon wieder viel zu lang. Aber das mache ich noch. Ich kaper noch den Aran. Da ist es, das Schiff. Ich bin jetzt 2 Kilometer weit raus, 2000 Meter und das Schiff ist so gigantisch. Okay. Ich kann es nicht anwählen und es ist mir auch nicht feindlich. Das heißt, ich kann es nicht einnehmen. Also muss ich mal ein bisschen mit dem Reparaturlaser Cobra. ärgern. Vielleicht noch etwas näher dran.
das Ding ist wirklich gigantisch. Das ist... Da sind die Landebuchten für das Großkampfschiff, das man hier andocken kann. Tja. Da sind, glaube ich, hinten noch die Docks und Landebuchten für Fregatten, Bomber, Transporter, für Jäger. Das Ding kann eine ganze Flotte mitnehmen mit einem Großkampfschiff, ne? Und dann einfach mal irgendwo absetzen. Okay. Mit der Cobra muss man jetzt langsam ran navigieren. Das gehört nicht alles zu einem normalen Entermanöver. Das ist nur für den Aran hier wichtig. Hallo, ich ärgere dich. Berühre ich das Ding überhaupt? Haha. Na, jetzt. Oh, das ist ja feindlich. Cobra. Okay, Alarm für Cobra 11. Jetzt bist du dran. Piraten, das ist das Kommando, um ein Schiff zu entern. Das haben nur Transporter, die Fregatten, die Raketenfregatten und halt der Aran. Wen soll ich mitnehmen? Ich nehme erstmal die 5-Sterne-Leute. Ich möchte erstmal die Hülle aufbrechen. Und ja, die anderen sende ich später rein. Das sind nur 2. Okay, dann jetzt die 4-Sterne. Alles klar. Bereit machen, Jungs. Seid ihr bereit? Okay, ich hoffe, ihr seid bereit. Waffen durchladen und entsichern. Ab geht's. Team ist auf dem Weg. Kommando. Da fliegen die Enterkapsel, oder eine Enterkapsel, besser gesagt, nee, 2. Wir haben Kontakt zur Hülle. Und da geht's los. So hört sich ein Enterversuch an. Man kann über das Besitzfenster... Ich werde die Hülle mit Leichtigkeit durchbrechen. Aha, meine Marines geben mir auch ständig Statusberichte, was sie gerade machen. Darüber kann ich mir ansehen, wie weit meine Marines gerade sind. Währenddessen kann ich den Aran weiter reparieren. Denn während dieses Enterversuchs wird die Hülle beschädigt. Im Bereich Druckausgleich wird hergestellt. Und ab geht's. Los, Marines. Wir sind drin. Für den Priester-Imperator. Ah, ein paranidischer Marine. Hülle kritisch werden. Zurück, wir erreichen müssen Kapseln. Bewegung, Weg zu Kapseln, seien blockiert. Wir finden müssen Luftschleuse. Und es hat nicht gereicht. Es hat leider nicht gereicht. Die Hülle ist zu kritisch. Ich kann sie mit dem Reparaturlaser noch ein bisschen oben halten, wahrscheinlich. Aber für die Marines... Split Raumanzug. ...ist es anscheinend... Alles klar. Wenn ich nur wüsste, wie hoch die Hülle ist. Na gut. Cobra. Nächster Versuch. Vielleicht mit einem kleineren Team an Marines. Obwohl es jetzt kritisch ist, da die 3-Sterne-Marines nicht ganz so gut sind. Okay. Muss ich mal meine Marines einsammeln? Habe ich einen Transporter da? Jungs, ihr solltet nicht weiter im Weltraum rumschweben. Das war schon mal nix. Naja. So. Dann werde ich wahrscheinlich einen weiteren Enterversuch starten müssen. Aber erstmal in der nächsten Folge. Ich bin Heizmeister und man sieht sich in den weiten Unbekannten des Weltraums. Bis dann.